Orchideenpflege, Tipps und Empfehlungen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Kaiser und hier möchte ich Ihnen einmal zum Thema Orchideenpflege alle wichtigen Fakten, die Sie beachten sollten, mit auf den Weg geben. Gut, steigen wir mal ein in das Thema Orchideenpflege. Das fängt erstmal natürlich bei der Erde und bei den Pflanzgefäßen an. Ja, also Sie sollten natürlich immer spezielle Orchideenerde verwenden, niemals normale Blumenerde die Orchideen einsetzen, denn das vertragen die Orchideen ganz schlecht. Komme ich dann auch nachher nochmal zu. Zeitpunkt zum Umtopfen ist nach der Blüte im Frühjahr. Dann sollten Sie, wenn das eben notwendig ist, auch mal die Orchideen umtopfen, wenn Sie einen größeren Topf brauchen beispielsweise, dann im Frühjahr dies vornehmen. Und die Pflanzgefäße sollten gewählt werden, welche halt Staunässe vermeiden. Das ist eigentlich das durchgehende Thema bei den ganzen wichtigen Tipps. Die Staunässe können die Orchideen gar nicht gut vertragen. Deswegen gibt es spezielle Orchideentöpfe, die man im Handel schon kaufen kann. Oder auch Tontöpfe kann man nehmen, die dann eben die Feuchtigkeit eben auch nach außen leiten, wo eben an den Wurzeln keine Staunässe entstehen kann. Ja, das eben das Thema. Staunässe führt zur Wurzelfäule und die Wurzelfäule ist dementsprechend immer meist der sichere Tod aller Orchideen. Da kann man dann, also wenn es dann so weit ist, dann ist es schon meistens zu spät, wenn man das erkennt. Achten Sie eben darauf, dass kein Wasser sich im Übertopf sammelt. Das darf auf keinen Fall sein, denn das muss immer schön trocken sein dort. Und niemals die Orchideen direkt besprühen. Das heißt also, die Feuchtigkeit kann sich dann auch immer in den Blättern sammeln, in den Falz zum Stängel hin. Und auch wenn da dann die Staunässe entsteht, das mögen eben die Orchideen gar nicht. Ja, wie gießt man denn dementsprechend richtig? Möglichst eben mit zimmerwarmen und sehr kalkarmen Wasser sollte man benutzen. Und sehr gut geeignet ist einfach ein Tauchbad. Ja. Dieses einmal pro Woche für ca. 10 Minuten den Pflanztopf eben in einen großen Eimer, wo der Pflanztopf dementsprechend reinpasst, mit handwarmem Regenwasser für ca. 10 Minuten einmal ein ganzes Tauchbad, dann nehmen die Wurzeln ausreichend Feuchtigkeit auf und das ist eigentlich so die beste Variante so mit dem im Gießverfahren. Ist natürlich immer eine aufwendige Sache, das ist ganz klar. Wer dann nicht so viel Zeit hat, der kann dann auch das normale Gießverfahren nutzen. Aber was nochmal ganz auf den ersten Punkt zu kommen, immer versuchen die Staunässe eben zu vermeiden. Ja, dann die richtige Düngung. Da gibt es ja verschiedene spezielle Orchideendünger. Das Tauchwasser mit diesen Flüssigdüngern eben anreichern ist die beste Variante. Während der Wachstumsphase nicht zu hoch dosieren. Das steht aber normal immer auf den jeweiligen Dünger auch auf der Gebrauchsanleitung, aber regelmäßig düngen. Also eine gewisse Dünger sollte man immer zugeben, damit man auch dementsprechend gute Blüten und gute Wachstumserfolge bei den Orchideen hat. Und kein Universaldünger benutzen. Man sagt ja immer, also ich bin auch der Meinung, es gibt eigentlich viel zu viele Dünger auf dem Markt. Also für jede Pflanze einen speziellen Dünger ist eigentlich Quatsch, aber in dem Falle macht es dann doch wieder Sinn bei Orchideen, die dann nicht so diese Universaldünger vertragen. Also da kann es schon zu Problemen kommen, dass die eben falsche Zusammensetzung haben. Da sollte man wirklich speziellen Orchideendünger nutzen. Und die gibt es ja auch schon in kleineren Abpackungen, komme ich dann auch gleich zu. Da müssen Sie gar nicht so einen großen Vorrat eben kaufen. Zum Beispiel jetzt hier eben der Vuxal-Orchideendünger. Der ist in 250 Milliliter, deshalb auch eine vernünftige Größe in der Abpackung. Ja, für eine üppige, lang anhaltende Blütenpracht und schont die Wurzeln. Ganz wichtig sind also keine Nährstoffe enthalten, die die Wurzeln schädigen können. Mit Spurenelementen oder Spurennährstoffen, das ist ganz wichtig, also bei dem Vuxallinie sowieso immer ganz hervorragend zusammengesetzt mit Kupfer, Bor, Eisen, Zink, was dann die Pflanzen auch nochmal ganz gerne haben. Zwar nicht lebensnotwendig, ist ja bei uns bei Menschen im Endeffekt genau das Gleiche. Also der Mensch kommt unter Umständen auch mit ein paar Nährstoffen weniger aus, aber wenn das volle Programm da ist, dann können sich auch die Orchideen dementsprechend gut entwickeln. Ja, Aufwandmenge ist bei dem Dünger 5 Milliliter auf 1 Liter Gießwasser. Dementsprechend sind aber die Dosierungen auch nochmal auf den Packungen angegeben.
Ja, eine ganz praktische Variante gibt es seit einigen Jahren. Das ist diese Beauty-Kur-Orchideen. Das sind solche kleinen Sticks, die man dann dementsprechend in das Substrat, also kleine Ampullen, die mit anwendungsfertiger Düngerlösung enthalten, einfach in die Topferde stecken. Ja, also da brauchen Sie sich dann um die Dosierung gar nicht mehr kümmern. Einfach vorne einmal kann man die Spitze abbrechen und dann wird nach und nach eben die Düngerlösung abgegeben. Und versorgt eben die Orchideen auch mit allen wichtigen Nährstoffen und kein zusätzliches Düngen ist dann dementsprechend mehr notwendig. Ausreichend für circa 4 Wochen, das kommt halt darauf an. Man sieht es ja, wenn dann die Düngerlösung aufgebraucht ist, dann sollte man halt wieder eine neue Ampulle nutzen. So, kommen wir mal zum Thema Blattpflege. Die Blattpflege hat den Hintergrund, dass also die Blätter immer staubfrei gehalten werden sollten, damit die Photosynthese eben nicht gehemmt wird und die Pflanze auch schön wachsen kann dementsprechend und auch Blüten arbeiten kann. Ja, das Besprühen mit Wasser reicht nicht aus, da diese schnell abtrocknet. Dementsprechend sollte man gegebenenfalls Blattpflegeprodukte verwenden. Da habe ich Ihnen jetzt hier auch mal eins aufgeführt, zum Beispiel eine Orchideenblattpflege von Substral. Hier ein Blattpflegeprodukt, das stärkt und pflegt die Blätter. Eben bei der Anwendung gleicht fehlende Luftfeuchtigkeit aus. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wenn die Orchideen halt im Winter dann dort stehen, gerade Heizungsluft und so weiter, da ist es ganz gut, dass sie auch eine ausgleichende der Luftfeuchtigkeit eben haben. Fördert die Blühfreudigkeit, hinterlässt keine Kalkflecken und reduziert eben die Staubbildung, weil es eben auch die Blätter dementsprechend stärkt und pflegt. Ja, dann kommen wir zu den verblühten Stiele. Die sollte man immer entfernen. Sehr wichtig eben mit einem scharfen Schneidewerkzeug diese dann regelmäßig auch zu entfernen. Und vollständig eingetrocknete Stiele, aber immer nur bei den vollständig eingetrockneten, nicht ins Grüne, also nicht im lebenden Wurzeln eben reinschneiden, sondern wirklich nur die eingetrockneten Stiele dementsprechend zurückschneiden. Und mindestens den Stängelansatz mit 2 Knospen sollte man sich so ungefähr merken. Bis dahin sollte man es dann dementsprechend stehen lassen. Ja, dann das letzte Thema, was ich jetzt nochmal in dem Video anschneiden möchte, ist einmal das Schädlinge an Orchideen. Da gibt es eigentlich 2 Arten. Einmal gibt es dann die Schildläuse und Wolläuse, die sich im Endeffekt ähneln. Die Blätter, Blütenstängel und Blätter können von Schildläusen befallen sein, Schild- und Wolläusen dementsprechend. Also Wolläuse sind ja diese, die sich dann wirklich drauf festsetzen. Und bei ihrer Saugtätigkeit tritt eben klebriger Honigtau aus. Das kann man dann auch ganz gut noch diagnostizieren und der häufig dann auch noch von Hustaupilzen besiedelt wird. Und die weitere Schädlingsart, die an Orchideen halt häufig vorkommt, was ich Ihnen gerade auch sagte, gerade in der Winterzeit mit der Heizungsluft und so weiter, entwickeln sich eben Spinnmilben sehr gut. Auf den Blättern sind dann weißliche Sprenkelungen, die später verbräunen zu erkennen. Anschließend, wenn es dann noch weiter sich entwickelt, der Spinnmilbenbefall, kommt es dann wirklich zum Blattfall und auch bei starkem Befall kann man dann auch direkt die feinen Gespinste der Spinnmilben schon erkennen. Ja, da möchte ich Ihnen einmal 2 Produkte vorstellen. Zum einen wäre es das Schädlingsfrei Careo für Orchideen, welches dort natürlich eine sehr gute Wirkung hat, also eine gebrauchsfertige Sprühflasche, auch als Pumpspray, nicht als mit Treibgas, sondern einfach als Pumpspray. Gebrauchsfertiges, voll systemisches Mittel, das ist ja das Careo, auch in den anderen Abpackungen, alles vollsystemisches Mittel gegen saugende und beißende Insekten, Schädlinge und hinterlässt auch keine Spritzflecken. Ganz wichtig eben bei der Anwendung an Orchideen. Wirkstoff ist Acetamiprid, also wirklich ein vernünftiger Wirkstoff, wo dann alle Schädlinge von erfasst werden. Gut, Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden, vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen, das muss ich immer noch bei den Pflanzenschutzmitteln eben dazu sagen. Sollten Sie sich aber auch auf jeden Fall durchlesen, die Gebrauchsanleitung, bevor Sie es einsetzen, damit es da auch keine Probleme gibt. Das zweite Produkt ist das von Lizetan, das Lizetan anwendungsfertig Orchideenspray AF. Und zwar ist das auch ein gebrauchsfertiges Mittel wie das erste. Ausgewachsene Schädlinge und deren Eier werden erfasst.
einen Rapsölanteil enthalten, was dann noch zusätzlich zu auch einem Blattglanzeffekt führt. Und ja, Wirkstoff ist Pyrethrine und Rapsöl. Pyrethrine, ja, ist ja von dem, ist zwar ein synthetisch hergestellter Wirkstoff, aber von dem Pyrethrum-Wirkstoff, der aus der Natur biologisch vorkommt, dementsprechend natürlich das biologischere Produkt gegenüber den Karyo. Wenn es dann sich um die ganz normalen Schildläuse, Wolläuse handelt, würde ich schon sagen, reicht das auch vollkommen aus, das Lizitan. Wenn es dann schwierigere Schädlinge sind, dann so kann man dann sicherlich besser auf dem Karyo, zum Karyo nochmal ausweichen, weil da man sich dann wirklich dementsprechend mit der vollsystemischen Wirkung gar keine Sorgen machen kann, dass da was nicht erfasst wird. Aber wie gesagt, die normalen Schädlinge erfasst natürlich das Lizitan vollkommen und da ist man dann auch auf der sicheren Seite, dass da wirklich keine Schäden weiter entstehen. Ja, dementsprechend, wenn Ihnen das Video natürlich gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und ich wünsche Ihnen dementsprechend viel Erfolg mit der Orchideenpflege und bis dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Thomas Kaiser.